Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spider-Man 2. Ich habe zwischen der Aufnahme so einiges erledigt. Und zwar habe ich diese ganzen Lager vernichtet. Wir hatten ja gesehen, es waren so um die 8-9 Lager hier auf der Karte, die aufgetaucht waren. Nun gibt es einige Basen, 3 Stück, die ich dadurch freigeschaltet habe. Und das wollte ich eben mit euch machen. Ich weiß nämlich nicht, inwiefern hier jetzt eine Story erzählt wird. Deshalb dachte ich mir, komm, machen wir das Ganze zusammen. Und hoffe, dass es nicht so schwer wird wie beim letzten Mal, falls ihr euch erinnert. Da wurde ich, glaube ich, 2-3 Mal erwischt. Und da kam auch einiges an Verstärkung. Und das war nicht gerade einfach. So, wir stehen hier schon vor einem Lager. Vorab auch noch eine kleine Info, was ich denn so alles gemacht habe. Ich habe nämlich einige Skins gekauft, wie ihr sehen könnt. Einige fehlen noch, weil mir Heldenmarken fehlen. Aber für Miles und Peter habe ich so gut wie alles gekauft, was es aktuell gibt. Ja, und habe auch coole Skins gesehen, wie zum Beispiel das. Was ist das denn? Also das, ja, also ich hatte, oder das hier, guckt euch das hier mal an. Das ist richtig cool. Und ich habe natürlich meinen Lieblingsskin gefunden aus Miles Morales. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal anziehen. So, aber wie versprochen, erst einmal werden wir das hier nutzen. Ja, schaut euch das mal an. Also auch die Augen. Das ist so ein bisschen wie bei Venom. Aber es ist Miles, der sich hinter diesem Anzug befindet. So, dann habe ich noch hier so gut wie fast alles gelevelt. Also Gesundheit, Schaden, Fokus ist voll. Und Fortbewegung, da fehlt uns nur noch einer. Und ich glaube, dann gibt es auch den nächsten Erfolg. Also um hier diese Anzugtechnologie voll zu bekommen. Bei Geräte ist es leider nicht so, wie ihr seht. Da fehlen mir nämlich, weil ich sie halt bei dieser Anzugtechnologie ausgebe, fehlt mir ja hier immer einiges, aber das kriegen wir auch voll. Das ist gar kein Problem. Ja, also nur damit ihr das auch schon mal gesehen habt. Würde ich sagen, und ach so, ja, sehe ich gerade auch hier auf der Karte. Wir sehen jetzt auch, wo überall diese Kisten versteckt sind. Ich werde sie jetzt erst einmal ignorieren, bis auf das, was ich jetzt gerade öffne. Und werde sie dann immer zwischen den Aufnahmen so ein bisschen einsammeln. Aber diese Technikteile brauche ich auch nicht dringend. Davon habe ich einige gesammelt. Durch Nebenquests und allem drum und dran. So, wir machen jetzt diese 3 Lager. Und danach geht es mit der Hauptstory weiter. So, aber hier sieht es jetzt... Doch, hier sieht es auch voll aus. Schaut euch das mal an, wie viele Punkte da sind. So, das wird jetzt auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und es gibt ein Bonusziel, habe ich jetzt gerade gesehen. Was war es denn? Deaktiviere die Kommunikationskonsole und deaktiviere die Jäger Laser. Damit sind die gemeint, oder? So, wie komme ich denn darüber? So. Oder welche Laser meinen die? Also ich sehe jetzt keine Laser, bis auf den Kollegen hier und den, den ich da hinten vernichtet habe. Ach da gibt es Laser. Die müsste ich deaktivieren. Okay, wir fangen hier oben an. Also es sind mehrere Ebenen, wie ich sehe. Wir fangen hier oben an, also ganz oben. Wir gehen am besten nochmal darüber. Das können wir ja so machen. Dann haben wir sogar... einen schönen Weg. So, und die 2. Also wir fangen mal bei den beiden hier an. Außer. Ne, okay, die sind in Gefahr. Der hier wäre sicher. Und der Kollege, der ist doch alleine. Also von der Perspektive hier ist er sicher. Okay. So, ihn könnten wir jetzt auch noch vernichten. Dann gehen wir am besten wieder hoch. Ist denn hier noch jemand? Nein. Okay, sehr wahrscheinlich da vorne. Da gehen wir auch gleich mal hin. Oh, was ist mit ihm hier?
Was ist denn mit dem? Wer ist das? Schaut mal, der wird mir gar nicht... Doch, jetzt. Okay. So, den haben wir auch vernichtet. So, wir müssen hier schauen. Also da vorne gibt es etwas, hier gibt es etwas und da gibt es so einiges. Ist das hier am Gebäude entlang, auf der anderen Seite? Das ist hier am Gebäude. Okay, wir gehen mal rüber. Ja, damit er hier keine Probleme macht. So, ich würde sagen, wir schauen uns das hier mal an. Oh, warum hüpft? Ja, du sollst einfach nur hier die Wand hoch. Gehen wir mal rein. So, wo ist es denn? Da unten? Kann ich mich denn dahin schwingen? Nee. Aber dahin? Du sollst runter, Peter. Danke. Okay, ich weiß nicht, was das gebracht hat. Müssen wir nur noch die übrigen Jäger erledigen. Okay, die Laser müssen wir noch ausmachen. Einer weniger. Das hätten wir hiermit erledigt. Und hier gibt es noch weitere. Gibt es denn hier auch Gegner? Jetzt noch zwei. So, geh mal hier runter. Okay, hier gibt es keine Gegner. Ich sollte keine Fabrik bewachen. Okay, okay, hier wiederum schon. So, wir müssen auf die andere Seite. So lockst du die Spinnen her. Eine willkommene Ablenkung. Die Grenze zwischen Tapferkeit und Dummheit ist schmal. So, 3 von 4. Du überschreitest sie. Schön, jetzt erledige den letzten. Wo ist er denn? Da oben. Okay. Wo sind denn hier die Gegner? Sind die alle unter uns? Ja. So, da oben irgendwo. Da müsste ich sogar jetzt hier einmal hoch. Oh. Da war etwas. Die Kollegen hier, die haben wir ja... Ja, die haben wir jetzt nicht vergessen, aber... Dennoch sind sie noch hier und machen Probleme. So, es sind 2 Stück. Theoretisch könnte ich... Ach, da ist noch einer. Könnte ich die hier hinlocken? Richtig. Geht mal beide dahin. Okay, da geht nur einer hin. Oh, der hat mich gesehen. Ich hab genug Netze für alle. Ja, für alle vielleicht nicht. Und ich hoffe, dass sie drinnen... mich nicht gesehen haben. Wobei, wir könnten theoretisch... Oh, wir könnten theoretisch hier bleiben. Weil dann kommen sie alle nach und nach. Und hier könnten wir sie ohne Probleme vernichten. Oder? Kommt denn jemand? Wir könnten uns natürlich auch wieder oben verstecken. Brauchen wir gar nicht. Also wir können auch hier warten. Und sie haben uns vergessen. Das ist nämlich der Vorteil, weil sie hier gar nicht hochkommen. Und jetzt haben wir unser Bonusziel geschafft. Und können jetzt wieder dort hinunter. Ja, jetzt sind die ein bisschen nervös alle. Verständlich natürlich. Okay, wie machen wir das hier? So, ich würde sagen... Kann ich das denn hier machen? Jawohl.
Hier sind zwei und die schauen sich gegenseitig an. Dass sie weggeht, bringt hier anscheinend nichts. Dann ist hier noch jemand, der sie beobachtet. Schade, schade. Was ist denn mit ihr? Nimm sie! Bevor sie hier Alarm macht. Perfekt. So. Bis jetzt machen wir uns hier eigentlich ganz gut, auch wenn wir oben eben erwischt wurden. Okay, hier scheine ich kein Glück zu haben. Was ist mit ihm? Und dadurch, dass ich sie ja dezimiere, ist bei dem ein oder anderen... Oh. Das wollte ich nicht. Okay. Nochmal Glück gehabt. Jetzt habe ich sie hier hingelockt. Es sind echt viele, ne? Also... Ich überlege, ob ich sie einfach angreife. Ich weiß gar nicht, wie die von da unten hier hochkommen wollen. Weil es bringt hier nichts. Nichts zu tun gerade. Vielleicht hier von einer anderen Perspektive, aber sind alle in Gefahr. Sind sehr viele hier noch unterwegs. Da hängt jemand. Ist halt kritisch, ne? Wir schauen mal hier um die... Oh, okay. Jetzt ist sowieso zu spät. Bin runtergefallen. Ich frage mich, warum er in letzter Zeit so oft runterfällt. Aber das ist kein Problem für uns. Wie ihr seht... Ich wollte schon immer wissen, wie viele kann Spidey nach oben schleudern. Der hier hat sehr viel Leben. Wow, 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 wow. Ganz entspannt, Kollege. Ganz entspannt. Und ich kann hier bei ihm auch gar keinen Takedown machen. Okay, was ich aber machen kann, ist das hier. Interessiert ihn nicht. Okay, das war's. Jawohl. Manchmal geht es halt so viel schneller, als dass wir uns oben irgendwie verstecken und sie dann nach oben ziehen. So, wer ist denn noch hier? Wer möchte noch die Faust von Spider-Man im Gesicht haben? Jawohl. Okay, die von unten haben uns gehört. Kommen sie denn überhaupt hoch? Das ist die Frage. Ich sehe hier nämlich niemanden mehr. Okay. Anscheinend können wir das hier Ebene für Ebene erledigen. So, wir gehen rüber. Und ich weiß nicht, kann man hier hin? So, den Kollegen... Haben wir erledigt? So, da ist noch... Oh, kann ich mich hier hinter verstecken? Wir gehen mal hier hoch. So, hier sind nur zwei, deswegen mache ich einfach den hier und erledige sie direkt. So, da unten haben wir wieder einige Gegner. Also diese Lager sind mächtig. Und davon gibt es einfach drei Stück. Was ist mit ihm hier? Okay, es sind nicht mehr viele Gegner, wie ich sehe. Da überlege ich gerade, ob ich nicht einfach runtergehe und sie angreife. Ja, weil sie sind alle wieder
Der ist sicher. Status. Wiederhole, brauche Lagebericht. Komm, wir greifen sie an. Ihr habt die Einladung bekommen? Wir greifen sie an. Na, eigentlich sollst du ihn hier einspinnen. Wir verlieren Jäger. Jetzt müssen wir nur noch die übrigen Jäger erledigen. Deaktiviere die. Habe ich doch die Kommunikationskonsole deaktiviert? Muss man sich erst einmal verdienen. Ja, so. Es sind nur noch drei Gegner. Das wird ein Kinderspiel. Jawohl. Wir sollten mehr über Cravens Familie herausfinden, bevor sie hier eintreffen. Wie bitte? Wo kommst du denn her? Diese Hunde, die mache ich mit einem Takedown kaputt. Das bringt nichts. Wow. Hier können wir echt nur parieren, der Kollege. Oder eben unsere Attacken machen, aber die bringen oft einfach gar nichts. Wir haben so viel Leben. Oh, der hat gesessen. Das hat auch nichts gebracht. Das hier wiederum wird es aber bringen. Jawohl. Sie müssen von hier aus die ganze Basis kontrollieren. Noch eine verschlüsselte Datei. Wladimir, was ist denn jetzt? Ich hätte mitkommen können. Du wirst nicht gebraucht. Offenbar werde ich nie gebraucht. Hast du Angst, dass ich dich übertreffe? Genau das will ich. Aber von dir? Amüsiert dich das, Vater? Deinen Kindern ihr Geburtsrecht zu nehmen? Das Geburtsrecht beinhaltet nur eines, das Versprechen des unvermeidlichen Todes. Du willst, dass wir uns um Reste schlagen, aber ich werde zurückholen, was uns gehört. Was mir gehört. Vlad scheint ganz nach seinen Eltern zu kommen. Hoffentlich nimmt er einen Umweg hierher. Im Ernst. Lass uns sicherstellen, dass er es sich in keiner der Basen gemütlich machen kann. Die Jäger sind weg und die Drohnen startunfähig. Das kannst du ziemlich gut. Danke dir. Ist auf jeden Fall doch sehr interessant jetzt am Ende, wenn wir mehr über seine Familie erfahren. Ja, zwei Lager haben wir noch. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Ich wurde fast immer ein bisschen enttäuscht von den Sony-Filmen. Aber nächstes Jahr, eigentlich sollte es ja bereits dieses Jahr erscheinen, nächstes Jahr kommt Kraven the Hunter ins Kino als Anti-Held. Und ich glaube, im Vergleich zu dem, was wir hier sehen, werde ich zumindest sehr wahrscheinlich wieder enttäuscht sein. Bin aber gespannt. Lass mich da natürlich auch, wenn es gut ist, dann... Dann ist es eben gut. Würde ich mich freuen, wenn es auch gut ankommt. So, wir müssen einmal hier rüber. Lager Nummer 2. Wir haben 3 Stück. So, und jetzt schwingen wir uns ein bisschen rüber. Also aus den Trailern konnte man auch sehen, dass der Vater und sein Bruder jetzt im Film eine wichtige Rolle spielen, auch im Film. Oh, hier haben wir eine goldene Kiste. Die werden ja auch angezeigt jetzt auf der Karte. Da ist es doch. Die nehme ich auf jeden Fall auch mit in der Aufnahme. Immerhin sind es meistens bis zu 2 seltene Technikteile. Weiß gar nicht, ob ich die überhaupt brauche, aber der Name sagt ja alles, sie sind selten. Okay. Da sind wir. Ich würde jetzt einmal... Oh, er wollte da hoch. Hat nicht funktioniert. Aber wir wären da. Zumindest müssen... Ah ne, das ist die Hauptstory. Hat mich von der Hauptstory leiten lassen. Wir müssen noch ein Stück nach Süden.
Aber nicht mehr viel. Oh, hier haben wir auch direkt. Bisschen Wind, was uns dorthin bringen kann. Wir sehen hier auch mal in New York bei Nacht. Hatten wir das überhaupt in diesem Spiel? New York bei Nacht? Wenn, dann nur ganz kurz. Okay. Du scheinst weit nach unten zu müssen. Ich hoffe, du magst Höhlenforscherei. Und ich ohne meine Stirnlampe. Den Daten von den Ansätzen zufolge handelt es sich um ein Gewächshaus. Oh, die Jäger haben ein Hobby. Irgendwie süß. So süß auch wieder nicht. Rechne nicht mit Blumensträußen. Je nachdem, wie die Situation jetzt gleich ist, bin ich auch bereit, direkt gleich in den Kampf zu gehen. Wenn das auch wieder so auf Ebenen basierend ist, dass man so Ebene für Ebene vernichten kann. So, wir müssen hier einmal so ein bisschen seitlich. Da wären wir. Wir können die Sprinkleranlage mit einem Herbizid füllen und all ihre Pflanzen vernichten. Gut, dass ich das Gegenteil eines grünen Daumens habe. Töten wir ein paar Pflanzen. Schalt unbedingt auch ihr Relais aus. Nicht, dass sie Verstärkung rufen. Okay, das würde ich jetzt noch leise machen. Die Bonusziele, also deaktiviere die Kommunikationskonsole und vernichte die Giftpflanzen, zwei Stück. Du hast die Jäger wie Unkraut beseitigt. Vielleicht steckt doch ein Gärtner in dir. Sterben die auch? Also muss ich dadurch weniger besiegen? Warum habe ich hier auch keine Karte, frage ich mich. Ja, wo haben wir denn den zweiten? Da hinten. Gut, da kommen wir auch nicht anders rein. Außer wir gehen da wirklich rein, richtig? Boah, da sind so viele. Das ist mir egal. Ich vernichte sie. Nimm das hier. Mach ein bisschen... Oh. Den Kollegen habe ich nicht kommen sehen. Lass mich hier weg. Oh, ich bin hier gefangen in einer Ecke und komme nicht mehr raus. Ich komme hier einfach nicht mehr raus. Jawohl, jetzt aber. Wie viele sind hier bitte? Okay, wir müssen hier ganz viel ausweichen. Ganz viel ausweichen. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn, hier zu kämpfen. Wir gehen ein bisschen zurück. Wir brauchen eine ruhige Position, wo wir kämpfen können. Weil, schaut euch das an, wie viele Gegner hier einfach sind. Komm, ihn vernichten wir. Und dann bringen wir hier mal ein bisschen Chaos rein, indem wir uns ein bisschen verstecken. Ziel erfasst. So. Okay. Können wir nicht machen. Können wir echt nicht machen. Ihr habt ja gesehen, was für eine Masse an Gegner einfach kommt. Aber die wissen, wo wir sind. Alle. Okay. Die haben uns verloren. Wow, was war das? Okay, wir müssen wieder Ebene für Ebene kämpfen. So, da muss es aber noch eine Giftpflanze geben. Aber ich sehe jetzt nur das da unten. Und das ist ja in diesem Raum, wo ich eben rein wollte. Okay, wir verschaffen uns mal kurz einen Blick hier. Was haben wir hier alles? So, wir haben da unten Gegner. Diesmal kommen die nach oben. Das ist das Problem. Ich habe keine Karte, dass ich hier sehen kann, wie viele Gegner da sind. Wir gehen mal rüber.
Wobei, ich bin doch jetzt in diesem Raum. Ist es auf der Seite? Ja, hier links, oder? Können wir uns denn hier rüberschwingen? Okay. Nein! Sie haben uns einfach nicht gehört. Ich bin schon von einem richtigen Kampf ausgegangen. Oh, sie hat ihn gesehen. Und das war's doch hoffentlich, oder? Der geht weg. Zack. Und wir machen das, was wir hier tun können. Jetzt gibt's keine Verstärkung. Eine Giftpflanze aber noch. Da unten. Okay. Okay, sie sehen uns aber von hier. Und hier sehen sie uns immer noch. Ja, weil wir einfach auf einer Ebene mit denen sind jetzt. So, ich probiere es mal von hier. Aber es geht nicht. Ich muss da runter. Okay, dann müssen wir hier jetzt noch ein paar Gegner besiegen. So, ganz schnell hoch und dann hier ganz hoch. So. Ja, das ist korrekt. Und du kannst sie direkt begleiten. Okay, ich hoffe diesmal... Ach, was kommt denn da bitte? Das kann doch nicht sein. Es kommt immer Verstärkung. Und immer kommt auch so einer mit. Jawohl, einen habe ich noch besiegen können. Oh, der hat sich gerade selber in die Luft gejagt. Okay, probieren wir jetzt, so ein paar auszuschalten. Ihn muss ich leider ausweichen. Ausweichen. Ich muss die dezimieren. Ich habe sonst keinen Überblick. Und... Oh. Wow, okay. Er ist sehr schwierig. So schwierig, dass ich auch keine Takedowns machen kann. Da probieren wir ihn jetzt so ein bisschen zu verletzen. Doch, ich konnte gerade einen Takedown machen. Okay, ab jetzt ist alles einfacher. Gar kein Problem, jetzt sie hier noch zu besiegen. Okay, da ist irgendwo jemand. Wieder von oben. Hoffe, das ist der letzte da hinten. Das war's. Kannst du noch mehr über die Kravinovs herausfinden? Wer weiß, wann sie herkommen? Ich könnte auch noch... Ne, Bonusziel geht nicht mehr? Das war doch hier irgendwo, oder? Da unten, das geht nicht mehr. Schade. Hätte ich noch gerne gemacht. Aber... Hat doch wunderbar funktioniert. Da ist es. Hallo? Das wird dir gefallen, Itrochi. Vater, bitte, mach Schluss damit. Die anderen reden nicht mehr mit mir.
Komm doch einfach nach Hause. Es ist noch nicht zu spät für uns, wieder eine Familie zu sein. Ich werde nicht sterben wie gewöhnliche Leute. Was? Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Ich traue den anderen nicht. Sie machen mir Angst. Dann verkrieche dich, wenn du mit der Schande leben kannst. Du lässt das nicht zu, dass sie mir was tun, oder? Vater? Das liegt bei dir. Also, das war traurig. Dann bist du jemand mal zur Therapie. Nein, danke. Ich bin ausgebucht. Tut mir leid, aber er ist immer noch Cravens Sohn. Gefährlich. Räumen wir die letzte Basis, damit wir bereit sind für die Familienparty. Die Jäger sind weg und die Drohnen startunfähig. Das kannst du ziemlich gut. Okay, hiermit wurde es nun bestätigt, dass es danach mit der Story doch weitergeht. Mit der Familienparty. Ja, wir müssen jetzt einmal hier rüber. Ich markiere auf der Karte einmal die Basis. Die letzte Basis. Und dann geht es mit der Story weiter. Sehr interessant, was die da sagen. So. Einmal ganz hoch. Damit wir dorthin kommen. So, eine riesige Basis. Jäger haben diese Armeebasis eingenommen und zu einer Drohnenstation umfunktioniert. Für ihre Vogeldrohnen? Wieso suchen sie sich keine Voliere? Ist das wichtig? Sie bauen diese Drohnen, um dich zu töten. Gutes Argument. Verhindern wir, dass das passiert. Schließ die Ladestation unbedingt an eine Stromquelle an, um die Drohnen zu zerstören. Holen wir ein paar Vögel runter. Ja, heute gibt's eine Basis-Episode. Oh, noch einer. So. Ein bisschen Krach, aber es scheint hier niemanden zu interessieren, dass wir hier Krach machen. So, kriege ich sie hoch? Komm. Noch bevor sie dort hochgeht. Wieder sehr viele Gegner am Start. So, da ist sie. Okay, also wir haben auch hier wieder Bonusziele. Überlasse die Fangdrohnen-Ladestation. Da vorne gibt es etwas, da gibt es etwas und da hinten und auch hier unten. Wie machen wir das? Okay, wir gehen erstmal hier rein. Komm, wir gucken uns mal hier an, was es denn so gibt. Anscheinend nur ihn. Und wir können hier ganz gepflegt ein paar Tasten drücken. So schnell kommt keine Verstärkung. Hier hinter mir oder unter mir ist noch jemand. Müsste doch irgendwo. Da wissen wohl, dass ich hier bin. Okay, ich sehe schon, es werden mehr Punkte auf der Karte. Wir probieren es. Und hauen dann gleich ab. Einen Augenblick, mein Handy klingelt. So, jetzt erstmal lautlos gemacht, denn hier muss man sich jetzt erstmal richtig konzentrieren. Sind sehr viele Gegner am Start, wie ihr seht. Was denkt ihr? Schaffen wir das? Ich bin gespannt. Wow.
Mega. Das kriegen wir hin. Alle echt nichts Besseres zu tun? Trotz Verstärkung, schaut euch an, wie viele hier sind. Wow. Wo kommen die alle her? Ich bin über euch, aber schaut euch mal an, wie viele von diesen Dingern hier über mir sind. Hier laden sie die Drohnen auf. Wenn du dein Netz von einer Ladestation zu einer Stromquelle spannst, kannst du sie überladen und quellen. Ja, sollen wir das denn noch machen? Warten wir, bis wir nur noch einen Gegner haben, dann können wir das sogar ganz entspannt machen. Es kommt noch mehr Verstärkung, das kann doch nicht sein. Lass mich doch in Ruhe. Ja, und ich brauche weniger Gegner. Das kann doch nicht sein. Wie viele seid ihr? So, komm. Ein paar Takedowns. Die ich zu viel habe. Leben haben wir ja voll. Das heißt, die Takedowns können wir auch verbraten. Das will ich sehen. Wo triffst du immer? So, wir haben nur noch zwei Gegner. Wo haben wir denn diese Teile, die Bonusziele? Die werden nicht mehr angezeigt. Bonusziele werden leider nicht mehr angezeigt. Okay. Kommt zu euch. Ja, schade. Bonusziele können wir nicht mehr machen. Dann besiegen wir sie. Glaubst du, du kannst jetzt mehr über die Kravinovs erfahren? Mit Sicherheit. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass jetzt noch ein Gegner kommt. Egal, wie einen Takedown haben wir, ein paar Fähigkeiten. Let's go! Doch nicht? Okay. Also, lass uns mal schauen. Was ist das? Kleine Anna. Du suchst eine Herausforderung? Willst endlich wieder Furcht spüren? Ich werde dir zeigen, was Furcht ist, Vater. Solche Versprechungen hat dein Bruder auch gemacht. Dann los. Mach mir Angst. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, erleidet das gleiche Schicksal wie Nedroshi. Tatsächlich. Und deine Mutter? Sie war nur im Weg. Dann war Wladimir wohl auch kein Problem für dich. Ich lebe für die Jagd. Wenn du wirklich der Richtige bist. Lass uns mal sehen, ob du Volgograd wohlbehalten verlässt. Oh mein Gott. Seine gesamte Familie ist tot. Wir haben uns die ganze Zeit auf sie vorbereitet. Und dann vernichten sie sich gegenseitig? Und Kraven kann seine Jagd einfach fortsetzen. Nur gut, dass wir seine Basen geräumt haben. Echt verkorkst. Die Jäger sind weg und die Drohnen startunfähig. Das kannst du ziemlich gut. Okay. Wir haben einen neuen Skin bekommen. Aber es scheint auch keine Story-Fortsetzung zu geben, weil die Familie sich gegenseitig getötet hat. Das ist mega krank. Und das ist auch das, was ich meinte vor ein paar Episoden, dass Kraven einfach ein kranker Gegner ist. Auch von der Macht, von der Stärke, die er hat. Es ist nicht normal und nicht vergleichbar mit irgendeinem Gegner, den wir
bisher gesehen hatten im ersten Teil und auch bei Miles im Spiel. Das ist heftig. Wir haben jetzt wohl auch nichts Neues auf der Karte. Das bedeutet, dass wir in der nächsten Episode mit der Hauptstory weitermachen werden. Und bin da auf jeden Fall gespannt, denn ja, Craven lässt sich nun öfter blicken und eine Bestie ist hier irgendwo in New York. Ja, es wird spannend. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Tschaußen.